Ein Wirtschaftsraum mit Perspektiven. Mit der Unterzeichnung der Knechtstedener Erklärung wurde im Norbert-Gymnasium in Knechtsteden die Gründung der lokalen Allianz Dormagen besiegelt. Knapp 100 Bürgerinnen und Bürger, Politiker und Gewerkschafts- und Unternehmensvertreter unterzeichneten die Erklärung. Das Bündnis soll dem heimischen Wirtschaftsraum neue Perspektiven eröffnen. Mit zukunftsweisenden Produkten und Technologien sind Unternehmen aus Dormagen und dem Rheinkreis Neuss schon seit vielen Jahren auf den Weltmärkten erfolgreich. Diese starke wirtschaftliche Stellung soll mit der lokalen Allianz gesichert werden. Die Stärke der Industrieregion Dormagen-Neuss wird insbesondere geprägt von der Bereitschaft der Menschen, Industrie zu akzeptieren. Denn wir kennen Regionen, da stößt Industrie auf großen Widerstand. In Dormagen ist man bereit, auch wenn man nicht immer einer Meinung ist, sich aber mit den Problemen der Industrie auch konstruktiv auseinanderzusetzen. Das ist das Ziel der neuen lokalen Allianz, die gemeinsam vom Stadtmarketingverein Initiative Dormagen und dem Camppark Dormagen in Zusammenarbeit mit den beiden Wirtschaftsförderungen der Stadt Dormagen und des Rheinkreises Neuss initiiert wird. Natürlich wollen wir heute mit der Schaffung der lokalen Allianz eine Nachhaltigkeit erreichen. Das Ganze soll keine Eintagsfliege werden, sondern wir wollen schon etwas schaffen, was dauerhaft und nachhaltig bestehen kann. Des Weiteren haben wir natürlich bei einer Allianz immer auch die Forderung, Allianz heißt nun mal Bündnis, dass die Partner gleichberechtigt sind und dass alle, die sich in dieser Allianz zusammenfinden, gegenseitig fair und offen miteinander umgehen und auch gegenseitigen Respekt und gegenseitige Akzeptanz walten lassen. Die lokale Allianz ist ein Bekenntnis zum Standort, zur Nutzung von Entwicklungschancen, zur Transparenz und Offenheit und zu einem verstärkten Dialog mit den Nachbarn. Alle Partner wollen so die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Industrie stärken und sich nachhaltig dafür einsetzen, den Wohlstand in der Region Rheinkreis Neuss auch in Zukunft zu sichern. Der Informationsbedarf der Bevölkerung ist gestiegen. Und deswegen müssen wir heute mehr erklären, wir müssen mehr kommunizieren. Und diese lokale Allianz gibt uns die ideale Möglichkeit, um Sachen zu erklären und über die Industriethemen zu reden. Die lokale Allianz schließt an ein NRW-Bündnis an, das vom Land zusammen mit Unternehmen, Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften geschaffen wurde. Die Gründung der lokalen Allianz Dormagen kommt offenbar gut an. Also ich finde es schon gut, dass ein Wirtschaftsraum, so wie das hier im Kreis Neuss der Fall ist, sich zusammentut, Gedanken macht, wie man in Zukunft Innovationen umsetzen kann, Arbeitsplätze schaffen kann, wie man Hand in Hand zusammenarbeiten kann. Positiv finde ich, dass der Dialog gesucht wird und das scheint mir auch ein sehr wichtiger neuer Aspekt zu sein, dass man alle Gruppen, die betroffen sind, in einen Dialog einbeziehen will und dass man offene Informationen geben will. Finde ich sehr positiv. Wichtig ist eben, dass das jetzt auch nicht nur für heute Abend mal eine einmalige Geschichte war, sondern dass es wirklich dauerhaft und längerfristig irgendwo läuft und dann denke ich mal, sind wir auf einem guten Weg. Für alle Beteiligten sollen in einem dauerhaften Netzwerk zugleich neue Kooperationsmöglichkeiten und Entwicklungschancen ausgelotet werden. Im Rheinkreis Neuss wird die NRW-Allianz zum ersten Mal auf lokaler Ebene umgesetzt.